Hallo, ich bin Julia. Ich bin in der WPT-Orga zuständig fürs Infoteam. Das heißt, wenn ihr am Wochenende in Offenbach irgendwelche Fragen organisatorischer Art habt, könnt ihr immer an den Infotisch kommen. Der ist direkt am Eingang der Halle und da bin ich oder entweder irgendein anderer junger Pirat. Und uns könnt ihr immer mit euren Fragen nerven. Den Rest des Orga-Teams besser nicht, weil der Mensch, der zum Beispiel mit der Technik befasst ist, weiß sowieso nicht, was mit der Garderobe ist. Aber ich weiß alles. Ja, wir sind ein Team von grob geschätzt 20, 25 Leuten, die irgendwelche Aufgaben haben. Es gibt den wundervollen Superheld und den Dichter, auch bekannt als Gregory Engels. Die sind die Main-Organisatoren, kümmern sich um die Kommunikation mit der Halle und so weiter. Ja, was es da alles zu tun gibt, neben den großen Aufgaben, Technik in Ordnung bringen, Halle finden, gibt es viele kleine Sachen. Also wo kommt die Mate her? Wie wird die Garderobe geregelt? Ton, Licht, ganz viele verschiedene Sachen. Und es ist sehr viel Arbeit, aber wir sind ein großes Team und kriegen das ganz gut hin. Nach der Wahl in Berlin ist ungefähr 50% der Mitglieder neu eingetreten. Also vor der Wahl waren wir gut 12.000 Piraten, inzwischen sind es über 18.000. Das heißt natürlich, dass wir die Kapazitäten erhöhen mussten. Jeder Pirat kann zum Bundesparteitag kommen und wir wollen auch versuchen, also wir müssen versuchen, jedem, der kommt, die Möglichkeit zu geben, teilzunehmen. 1.500 Leute können maximal in die Halle reinkommen und wie viele dann letzten Endes kommen, wissen wir nicht genau, aber natürlich war das schwierig. Wir mussten mit mehr oder weniger der gleichen Menge Geld einen sehr viel größeren Parteitag organisieren. Ja, der Hallenbetreiber ist ein bisschen nervös geworden, als es hieß, was denn passiert, wenn viele Leute ihre eigenen Getränke und Essen mitbringen, weil es eben einen Exklusivvertrag mit einem Caterer gibt. Daraufhin hat der Hallenbetreiber erst einmal gesagt, es soll Taschenkontrollen geben. Wir konnten das aber denen relativ schnell wieder ausreden. Trotzdem gilt, bitte bringt keine eigenen Getränke mit. Natürlich kleinere Mengen von Gummibärchen, Keksen und so weiter könnt ihr selbstverständlich mitnehmen. Auch sowas wie Babynahrung, wenn das offiziell ein Getränk ist, ist das kein Problem. Es geht einfach nur darum, dass ihr da nicht mit euren 2 Liter Flaschen Cola ankommt. Es wird keine Taschenkontrollen geben. Wir setzen einfach darauf, dass ihr das alle selbstständig super macht. Worauf ich auch noch hinweisen möchte, der Caterer hatte mit diesem Vorschlag, Taschenkontrollen zu machen, überhaupt nichts zu tun. Der wusste von nichts und der ist nicht schuld. Also selbst wenn ihr das vom Hallenbetreiber total doof fandet, dass der Taschenkontrollen wolltet, braucht ihr das nicht am Caterer in irgendeiner Form auszulassen durch Boykotte oder sonst was. Der Caterer wusste von nichts und hat damit nichts zu tun. Also das Wie könnt ihr am besten im Wiki nachlesen. Wenn ihr auf die Startseite des Wikis geht, ist da direkt der Bundesparteitag verlinkt. Da ist Adresse, Anfahrtsplan und so weiter. Die Akkreditierung beginnt gegen 9 Uhr. Am besten ist es, wenn ihr kurz vor 9 an der Halle aufschlagt. Viel früher bringt auch nichts, weil ihr erst mit der Akkreditierung reinkommen könnt. Und offiziell geht es dann gegen 10 Uhr los. Ach ja, Gäste, die kommen, also alle Gäste sollten erst so gegen 21:45 reinkommen, weil wie gesagt, wissen wir nicht genau, wie viele Leute kommen und natürlich haben Piraten, die rein wollen, erstmal den Vorzug. Und ab 21:45 können wir dann gegebenenfalls Gäste akkreditieren, je nachdem, wie viel Platz noch ist. Wir haben die Planung vor ungefähr 4 Monaten begonnen. Es gibt ein paar Leute im Kernorga-Team, die sehr viel Zeit investieren. Ich habe das Glück, einen eher entspannteren Job zu haben mit der Information. Allerdings ist das auch gut, wenn es ein paar Leute im Orga-Team gibt, die weniger zu tun haben, die dann, wenn es doch mal brennt, einspringen können. Es ist eine ziemliche Mammutaufgabe und wenn man so ein BPT organisieren will, dann sollte man sich auch viele Monate Zeit nehmen dafür und auch wissen, ob man das neben seinem Beruf oder was man sonst noch so macht, überhaupt stemmen kann. Wir konnten leider keine Halle für eine eigene Party oder sowas machen.
finden. Und außerdem, nachdem wir jetzt die Zahl der Teilnehmer aufgestockt haben, ist dafür auch eigentlich kein Geld da. Es wird höchstwahrscheinlich einen Kneipenbummel geben. Also es gibt in der Offenbacher Innenstadt Plätze mit vielen schönen Kneipen, wobei wir da die genauen Sachen, wo man da hingehen kann, noch ins Wiki stellen werden. Wenn ihr noch nie auf einem Parteitag wart, Sachen, die sich empfehlen, ihr werdet festgestellt haben, es gibt eine ganze Reihe von Programmanträgen. Es ist vielleicht nicht jedem möglich, alle davon zu lesen. Es empfiehlt sich aber, zumindest für die Themen, die einem besonders interessieren, schon mal ein paar dieser Anträge zu Hause gelesen und vorbereitet zu haben. Also wenn ihr da hinkommt, wisst ihr schon, ob ihr dafür seid oder dagegen. Da kann man sich auch einen Spickzettel schreiben. Ansonsten, wenn ihr dort seid und es ist gerade ein Thema in der Behandlung, was euch überhaupt nicht interessiert, geht einfach mal raus und unterhaltet euch mit den Leuten. Also genauso wichtig wie die Entscheidungsfindung auf Parteitagen ist auch, dass sich die Leute untereinander kennenlernen und Kontakte für die Zukunft knüpfen. Dadurch, dass wir jetzt eine Großveranstaltung sind mit voraussichtlich 1000 plus Leuten, haben wir sehr restriktive Brandschutzbestimmungen. Das heißt, bitte nehmt nicht eure Mikrowelle, euren Wasserkocher, eure Fahnen, die ihr an euren Tischen aufhängt oder sonst irgendwelche größeren Elektrogeräte mit. Laptop dürft ihr natürlich. Wenn ihr sowas dabei habt, Fahnen zum Beispiel, dann könnt ihr auch die mit euren Taschen an der Garderobe abgeben. Das ist überhaupt kein Problem. Aber in der Halle darf es eben keine nicht imprägnierten Flaggen geben, keine Wasserkocher, Mikrowellen, kleinen Öfen, Heizlüfter und so weiter.